Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part. Mutter hat mein Spiel versteckt. Im letzten Part haben wir die ersten 15 Level gemacht und machen jetzt weiter mit dem 16. Schön, dass ihr wieder da seid. In diesem Spiel geht es ja darum, unseren Gameboy zu bekommen. Und das müssen wir mal gucken. So, wir müssen bei 10 stoppen, denke ich mal. Nice. Bömmchen. Oha, wir müssen, glaube ich. Ja, komm. Was steht die Alte da? Ah, haben wir uns das Pfötchen verbrannt. Lass was einfach explodieren. Vielleicht ist ja da unser Gameboy drin. Auch werden wir jetzt die nächsten 15 Level machen. Ja, am besten gar nichts tun. Weniger ist oft mehr, ne? Lol, dieses Spiel. Ich soll wirklich die Wand kaputt hauen. Ach komm. Ich wollte schon sagen, also irgendwo ist gut, wenn Gameboy eine Wand kaputt schlagt, klar. Ach komm, nun sag kein Spielfeld, der aber. Tada! Schon der 19. Tag. Ach so. Was? Wie was? So, dann schauen wir mal. Oh. Okay, das war. Ach, ich kann auch die Richtungsknöpfe verwenden. Okay. So, gut zu wissen. Hey.
Das müssen wir woanders hinpacken. Ja, warum nicht gleich so, ne? Brunnen, okay. Ich finde das ganz witzig. Ah, jetzt müssen wir die Brocken. Einmal. Zweimal. Mama! Wie gemein. Pass auf, der liegt ganz woanders. Der liegt unter dem Steinhaufen, pass auf. Tada! Na, ich hoffe, die wohnen im Erdgeschoss. Oh! Da war nicht drunter. Pass auf, der hat ihn unter seinem Hut. Möchte ich ja fast schon wetten. Alles klar. Eine Giraffe. Wusstet ihr, dass eine Giraffe kein Affe ist? Nein. Okay, um jetzt das Wissen, was die Welt nicht braucht. Oh! Mama! Oh, wie gemein! Wie ist sie raufgekommen? Ach ja, mit einer Leiter wahrscheinlich. Yummy! So. So wird ein Schuh draus. Oh oh, strenge Mama. Da müssen wir schnell sein, ne? Na gut, okay. Ich habe gedacht, das wäre irgendwie eine Schnur, wo der dran hängt.
Das war zu früh. Nein, ich will keinen Hinweis. Hat sich einfach der Controller der Cursor verabschiedet. Nein! Mama! Finde das irgendwie cool. Mama! Mrs. Random. Aber wir müssen sie wirklich alle kaputt machen. Nee, ist wirklich random. Egal, wir machen alles kaputt. Hauptsache, wir haben unsere Konsole. Ja. Wichtig. Nisch drin. Lol. Läuft, würde ich sagen. Ja, gut, ich pack's hier. Das hat doch eine Brieftasche unterm Kissen zu suchen. Haha, abgelenkt. Nehmen wir mal alle. Mama! Wir spielen ja das Spiel gerade auf der Nintendo Switch. Gibt's, glaube ich, aktuell für 5 Euro im eShop. Jetzt haben wir. Ist also kein großes Geld, aber das Spiel ist lustig. Kann ich wirklich jedem empfehlen. Ist ein nettes kleines Game. Das seht ihr ja selbst. Dafür machen wir ja dieses kleine Let's Play. Das war keine gute Idee. Nee. Okay, nee, ich dachte, die Schlange, die würde dann die Fliege fressen oder so irgendwas. Und wir würden eins Dankbarkeit. Aber sonst können wir nicht machen, ne? Nee. Ach komm, ehrlich? Ich würde sagen, wir machen noch
2 Level. Mama! Ist ja gemein. Aber eigentlich würde ich ja sagen, die Gurke, weil wenn man neben der schlafenden Katze eine Gurke packt und wie sieht sie dann? Dann erschreckt sie. Aber vielleicht muss auch beides da rein tun. Na komm schon. Die Gurke da einpacken. Wo muss ich die Gurke jetzt hinpacken? Da. Böse Mietze, hä? So. Alles klar. Dann nochmal. Aber er sagt uns ja, wir sollen ja diese Leiter mitnehmen. Okay, das haben wir auch schon wieder verloren. Unentschieden, würde ich sagen. Ach so. Okay. Doof angefangen wird dieser. Ja. Nochmal. Thank you.
war klar. Was gibt's denn da für einen Tipp? Schauen wir mal. Mama! Okay. Hey, der. Witzig. In der Ecke, alles klar. Dann machen wir das doch. Das will ich dann ganz gerne in diesem Part haben. Ah, ja. Damit haben wir das Ding gewonnen. Nice. Super, damit haben wir auch den 32. Tag geschafft. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ein Kommentar wäre schön, ein Abo wäre schön und ein Däumchen wäre ein Träumchen. Ich sag mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Retro-Basti. Ciao, ciao.